Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei ISA TV. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und unser erstes Thema tangiert bereits einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und die des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Das Verfassungsgericht hat ja gesagt, der Anteil der politischen Vertreter muss unter 30% sein. Wir sind im Moment drüber. Wir werden deshalb auch diese Gesetze anpassen. Und bei den nächsten Wahlen wird hier eine Korrektur erfolgen. Wir werden in bescheidenem Umfang die Zahl der Gremienmitglieder um 3 erhöhen. Und damit sinkt der staatliche Anteil. Und wir haben außerdem die Möglichkeit, dass wir damit Vertreter von Behinderten und von Migranten neu in diese Gremien hineinbringen. Insgesamt, glaube ich, eine ganz gute Überlegung. Derzeit ist die Staatsferne nicht gegeben. Es gibt ja da ein Verfassungsgerichtsurteil. Wir haben zu viele Politiker in diesen Gremien. Da müssen wir eigentlich was tun. Heute gab es ja einen Gesetzentwurf dazu, aber wir sind der Meinung, wir müssen zuerst eine Anhörung machen. Wir müssen schauen, wie wir die Gesellschaft am besten abbilden in diesen Räten. Da gibt es noch Defizite. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Ja, es ist ja gerade im Gespräch eine Verbesserung auch über die Pflegeversicherung, ein Konzept insgesamt, und natürlich wird man mehr Geld brauchen. Die häusliche Pflege ist sehr wichtig, denn viele Pflegebedürftige wollen ja in dieser Situation gerade auch zu Hause bleiben. Viele Familienangehörige leisten ungeheures Positives, Menschliches, aber natürlich auch Belastendes. Und deshalb müssen wir sorgen, dass das weiter unterstützt wird. Zum Beispiel auch dadurch, dass es ambulante Dienste gibt, die also zur Seite stehen den Familienangehörigen. Es gibt sehr viele pflegende Angehörige, die werden alleine gelassen. Und wir sagen, da müsste man Pflegestützpunkte errichten. Man bräuchte eine Betreuung der Pflegenden, die oft also wirklich nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Also diese Stützpunkte, die dann wirklich auch dezentral über das ganze Land verteilt werden, um diese Leute zu unterstützen und Hilfestellung zu geben, das wäre unser Ansatz. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei ISA TV. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder bei Plenum TV. Bis dahin, Servus.